Es geht um Sekunden, aber vor allem, es geht oftmals um Menschenleben, wenn sie ausrücken, die meist freiwilligen Floriani-Jünger. Achtung, es erfolgt der Angriffsbefehl. Brandobjekt geradeaus, erstes und zweites Rohr, vor! Auch in St. Michael übten die vielen Mannen und vermehrt auch Frauen den Kampf gegen das vernichtende Feuer. Bei einer Leistungsschau stand die Zeit diesmal aber für Gold, Silber oder Bronze. Und auch das spornte an, den Kampf für sich zu entscheiden. Ich möchte eine Woche zurückdrehen, und zwar haben wir damals vor einer Woche im Volkshaus 20 Musikkapellen hier in St. Michael zum Wettbewerb gehabt, die sich gemessen haben am Polka, Walzer und Märschen. Aber jetzt sind wir eine Woche danach hier auf der Schulwiese bzw. auf der Sportwiese der NMS St. Michael, und hier messen sich die Feuerwehren, und zwar nicht nur 20, sondern 25 Feuerwehren aus ganz Steiermark. Was sagt man eigentlich, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung und mit welchem Einsatz die Jungen hier am Werk sind? Ich muss gestehen, bin tief beeindruckt, sehe es in der Form auch das erste Mal und in dieser Größe. Und hier ist wirklich sportlicher Wettbewerb zu spüren und auch die Notwendigkeit, dass das unbedingt trainiert sein muss, damit jeder Handgriff sitzt im Ernstfall. Richtig vorbereitet und alles an seinem Platz trägt dazu bei, besonders schnell die richtigen Handgriffe auch richtig umzusetzen, um so schnell als möglich den Löschangriff erfolgreich zu beenden. Was bewirkt so ein Bereichsbewerb? Es treten heuer 25 Feuerwehren an, das ist in Bronze und in Silber. In Bronze sind die Positionen schon im Vorhinein gesetzt, in Silber wird das vor Ort gelost. Natürlich wird das umso schwieriger. Die Zeiten sind bei einem so einem Bereichsbewerb natürlich für die Gruppen, die gewinnen wollen, keine Frage. Die müssen entsprechende Zeiten haben. In erster Linie geht es hier aber auch um die Grundausbildung, um das bronzene Feuerwehrleistungsabzeichen. Und da ist das Wichtigste das Durchkommen. Was sie im ganzen Jahr über üben, wird heute dort haben, ein Bereichsbewerb eben. Und als Vorbereitung ist das für den Landesfeuerwehrbewerb. Und dort wird halt der 1:8 Löschangriff geübt. Wie wichtig sind denn so Veranstaltungen? Ja, es ist ganz wichtig für eine Feuerwehr, es kommt für die finanziellen Aufbringung, finanzieller Mittel ist ein sehr wichtiger. Und ja, und man kann jetzt was man geübt hat, an den Tag wieder zur Geltung bringen. Wie schaut es denn generell mit der Feuerwehr in St. Michael aus? Wie schaut es mit der Jugend aus? Ja, die Jugend wächst jetzt wieder heran. Wir haben jetzt wieder 6 Jugendliche bei der Feuerwehr, auch Mädchen. Und ja, es ist wieder im Aufbau begriffen. Was gefällt denn an der Feuerwehr? Alles, die Kameradschaft, ja, ist auch cool. Also ich bin seit knapp zwei Jahren bei der Feuerwehrjugend, und ich bin einfach zur Feuerwehr gekommen, weil es immer was Cooles zum Tun gibt, weil wir immer was Nettes machen und auch, weil wir Bewerbe machen, und man kann sich da natürlich auch eine Abzeichen holen. Weil es mich einfach interessiert hat, was da jetzt passiert, und weil es mich interessiert, wie ich kleiner war. Und was gefällt dir so besonders daran? Nimmst du auch schon an Einsätzen teil? Nein, das ist noch nicht, aber wir haben jetzt da vor 2 Monaten das Jugendabzeichen in Bronze gemacht. Ich bin zur Feuerwehr gegangen, weil mein bester Freund mir so reingeholt hat und gesagt hat, dass es so tolle Übungen gibt und dass man da so viele Sachen machen kann. Und was gefällt dir so besonders an der Feuerwehr? Die ganzen Übungen, eigentlich alles. Und auch sie verfolgen gespannt den Ablauf. Die Rede ist vom Feuerwehrnachwuchs, der es bereits nicht mehr erwarten kann, bei solch einer Übung bald selbst einmal teilzunehmen. Wie schaut es denn da generell mit der Teilnahme aus? Nimmt da jeder gern daran teil, oder ist es eine gewisse Verpflichtung auch? Es ist eine gewisse Verpflichtung, vor allem wenn dann die einzelnen Feuerwehrmitglieder weitere Positionen erlangen wollen, ist das eben
eine der Grundpfeiler der Ausbildung in Bronze und in Silber. Und vor allem, wenn einer das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold haben will, dann ist das sowieso Voraussetzung. Wie schaut es generell um die Feuerwehr in St. Michael aus? Wie schaut es mit den Einsätzen aus? Es hat vor kurzem eine Jahreshauptversammlung gegeben und da waren ganz tolle Berichte und da muss ich sagen, es ist gigantisch, wie viele Einsätze es gibt. Also wenn man das im Durchschnitt so herunterrechnet, betrachtet auf das ganze Jahr, ist jeder vierte Tag in irgendeiner Form beansprucht. Mit den Einsätzen jetzt seitens der Gemeinde ist man zufrieden, also von der Durchführung bzw. von der Effizienz? Wir seitens der Marktgemeinde und die Verantwortlichen dahinter sind mit diesem Aufbau, mit diesem Bestehen der bestehenden Feuerwehr vollauf zufrieden und wir sind wirklich, es gibt überhaupt keine Diskussion dahingehend. Sie ist bestens organisiert und die Einsätze sind auch bestens abgehandelt. Und genauso verlief diese Schauübung. Bestens organisiert, bestens vorbereitet und bestens trainiert. Das sollte dann der Ausklang im Volkshaus mit den Auszeichnungen und der Preisvergabe einen würdigen Abschluss für Mühe und Plage bei herrlichstem Wetter in St. Michael schlussendlich noch mit sich bringen. Das letzte Heimspiel in der Oberliga Nord für diese Saison für den ESV Hittaler St. Michael wurde am 9. Juni gegen Rotenmann ausgetragen. Die Spannung war vorprogrammiert, da der ESV gewinnen musste, um eine Chance auf den Aufstieg in die Landesliga zu wahren. Gleichzeitig durfte Otto Feier gegen Judenburg nicht gewinnen. 300 Zuseher unterstützten lautstark ihren Verein und sahen ein spannendes Fußballspiel. Vor dem Spiel wurde noch Kurt Feirer, der Trainer, der den Verein nach dieser Saison, nach 8 erfolgreichen Jahren verlässt, für seine Verdienste geehrt. 15. Minute, ein schneller Spielaufbau und Rotenmann geht mit 0:1 in Führung. Minute, Tor, Florian Buchgrabner nimmt Maß und trifft zum 1:1. Minute, Rotenmann geht wieder in Führung und das Spiel geht mit 2:1 für Rotenmann in die Pause. Heute Experte beim Infokanal in St. Michael, dein Resümee von der ersten Halbzeit. Ja, man muss sagen, die Rotenmanner, die schlagen sich ganz gut. Man hat das eh gewusst, dass die da keinen Meter herschenken werden. Und die Rotenmanner, die führen natürlich auch 2:1. St. Michael ist noch nicht so gut drauf. Ich habe sie schon besser gesehen. Vielleicht klappt es noch zweite Halbzeit, was ich auch annehme. Schabuschnik ist jetzt drinnen, der aus jeder Situation ein Tor machen kann. Und die Konstellation ist auch so, dass eben St. Michael gewinnen muss. Es ist wurscht, wie die anderen Spiele ausgehen. Ja, und dein Expertentipp heute für das Match, wie wird es ausgehen? Ja, ich hoffe schon noch, dass die St. Michael gewinnen werden, weil wäre ja mal eine Sensation, wenn St. Michael in der Landesliga spielen würde. Ja, jetzt habe ich da vor dem Mikro unseren Bürgermeister Karl Fadinger. Was ziehst du für ein Resümee von der ersten Halbzeit? Naja, das Spiel spricht ja für sich, nicht? Und das Ergebnis ist 2:1 für die anderen vorerst, aber ich sage mal so, wir haben noch die zweite Halbzeit vor uns und da ist ja noch alles möglich. Was ziehst du für ein Resümee von der ganzen Saison? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so stolz auf meine Burschen. Sie haben sehr viel erreicht. Wir hätten uns nie gedacht, dass wir da heute wieder vorne mitspielen. Das dritte Jahr in der Oberliga, wieder um einen Titel mitzuspielen. Einfach mit den Punkten, die wir heute da haben, sind in der Oberliga Süd nicht einmal annähernd vorne dabei. Ganz, ganz stolz, ganz viel Kompliment an den Trainer, an Feirer Kurt. Der hat das sehr gut gelöst, das Ganze. Und man kann nur stolz sein auf den ganzen Haufen, so wie es ist. Mit 70% Michaela heute das zu erreichen,
einheimische Mannschaft. Wunderbar. Beste, was gibt eigentlich im Endeffekt. Und zum Abschluss noch dein Expertentipp für heute. Wie wird es ausgehen? Natürlich, wir hoffen auf einen Sieg. Wir gewinnen heute noch 4-2. Danke, Fötsche. Danke. Okay. 52. Minute. Elfmeter für ESV Hintaler St. Michael. Florian Buchgraber lässt sich das nicht entgehen und trifft zum 2:2. Musik. 66. Minute, Tor für ESV Hintaler St. Michael durch Stefan Czapuschnik. Neuer Spielstand 3:2. Musik. 76. Minute, 4:2, Stefan Czapuschnik trifft für ESV Hintaler St. Michael. Ein Kompliment von meiner Seite, von unserer Seite. Was ziehst du für ein Resümee? Ja, was soll ich sagen? Nach so einer Partie habt ihr gesehen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit haben wir es uns einmal, haben wir es wieder gezeigt, Gott sei Dank, was wir können. Leider nicht verdient geworden, aber belohnt worden, aber ich sage, super Mannschaftseinsatz war da. Und ich sage, wir probieren es nächstes Jahr wieder, oder? Was ziehst du für ein Resümee von der ganzen Saison, von deiner Karriere in St. Michael? Also, ja. Ja, ja, ist märchenhaft, muss man sagen. Es ist eine super Truppen von klar auf. Von der Jugend auf habe ich da schon sehr viel gehabt und man hat da schon gesehen, dass es ein glücklicher Fall ist, dass der Jahrgang fußballerisch sehr gut sind und dass die natürlich dann so Freund werden und so loyal und ehrlich zum Verein halten und zu mir halten als Trainer, ist natürlich dann eine Klicksache, aber im Endeffekt ist es eine verdiente Sache, dass St. Michael jetzt dort steht, wo wir sind. Jetzt habe ich da wirklich den Experten, der was ja eigentlich den Grundstein gekriegt hat für den ganzen Erfolg. Fötschi, Gratulation zu eurer Leistung, Gratulation zu eurem Engagement, zu eurem Einsatz. Ihr habt die Marktgemeinde über die Grenzen hinaus bekannt gemacht. Du als Experte heute 4-2-Tipp. Was, noch einmal, was ziehst du für ein Resümee von der ganzen Saison? Beziehungsweise, wie geht es eigentlich weiter mit St. Michael? Ja, mit St. Michael wird es auch weitergehen. Der Kader hat jetzt dazu gesagt. Wir haben die gleiche Mannschaft wie heute. Wir haben nur einen Neuzugang. Das war eigentlich alles. Ich bin jetzt momentan bin ein bisschen überwältigt von dem Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Leute stehen zu uns. Wir haben jedes Mal volle Hitten da in St. Michael. Das zeigt, was wir für Arbeit leisten da draußen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Möglichkeit von einer Relegation besteht noch. Wir können noch immer aufsteigen in die Landesliga. Schade, dass es heute nicht gereicht hat, trotz einem getippten 4:2 Heimsieg, sage ich jetzt einmal. Nur es wird weitergehen, so wie es immer weitergegangen ist. Und ich hoffe, dass wir die neue Saison, wurscht ob Oberliga oder Landesliga, wieder einschlagen, dass die Leute da sind, dass Michel uns wieder unterstützt und vielleicht der kleine Wunsch, dass wir unser Vereinsheim irgendwann einmal kriegen. Zum dritten Mal wurde der Rote Nasenlauf auf der Murinsel in St. Michael vom Kickbox-Club organisiert und ausgerichtet. Die Volksschule und die neue Mittelschule eröffneten den dritten Roten Nasenlauf, angeführt vom Bürgermeister Karl Fadinger. Wie wichtig ist für dich persönlich, dass es sowas da in St. Michael gibt, wie den Roten Nasenlauf? Es ist für mich persönlich, aber auch als Bürgermeister, eine große Freude, dass wir so eine Veranstaltung da in St. Michael haben. Wir wissen, dass sie eine karikative Veranstaltung ist und dass dabei, wie gesagt, Geld weitergegeben wird an Institutionen, wo eben krebskranke Kinder behandelt werden. Was mich besonders freut, dass die Volksschule sowie auch die neue Mittelschule hier ist und dass die Kinder so zahlreich daran teilnehmen. Jetzt gibt es ja schon zum dritten Mal. Wird es da weitere Folgen geben? Also was mich betrifft, und ich glaube, das haben wir eh d'accord mit dem Herrn, mit dem Obmann. Und ja, unsererseits werden wir diese Veranstaltung so oft und alljährlich wiederholen, solange es halt irgendwie geht. Auch die Bevölkerung von St. Michael und Umgebung nahmen zahlreich an diesem Projekt teil, sodass eine beträchtliche Rundenzahl zustande gekommen ist. Jede gelaufene Runde wurde mit 1 Euro dotiert.
Aus welcher Idee heraus ist dieses Projekt entstanden? Also die Idee ist eigentlich daraus entstanden, vor ein paar Jahren war mein Kind selber im Krankenhaus, im Spital für eine längere Zeit. Und da sind die Clown-Doctors gekommen auch, ne, was ihm natürlich voll taugt hat. Und vor allem als Elternteil motivierte das auch und baute das ein bisschen auf, vor allem wenn der Kind nachher krank ist. Und dann vor 3 Jahren sind wir vom ASFÖ, was die Kooperation hat mit den Roten Nasen, mitunter, also von vielen Vereinen angeschrieben worden. Und wie ich das gesehen habe, haben wir natürlich sofort dazu bereit erklärt, dass wir einen Roten Nasen durchführen. Beim ersten Mal haben wir natürlich einmal geschaut, wie läuft das, wie funktioniert das, die ganze Organisation und so. Dann haben wir es voriges Jahr wieder gemacht und heuer bereits zum 3. Mal und Gott sei Dank wieder bei Kaiserwetter da. Und ich bin begeistert, dass wieder die Schulen, die Hauptschule und auch die Volksschule St. Michael dabei sind. Und wie man sieht, in einer Tour kommen neue Leute dazu und das taugt uns voll. Und ein großer Dank natürlich gilt auch an meinem Team. Ohne dem war das natürlich undurchführbar. Die ganzen freiwilligen Stunden und die ganzen freiwilligen Helfer, was ich da habe. Und ich bin begeistert und ich freue mich drüber. Die Nummer 3248 hat der Bürgermeister von St. Michael beim Roten Nasenlauf. Wie ist der gegangen? Ja, ich habe bereits meine Aufwärmrunde hinter mir und jetzt starte ich noch eine flottere, so in Richtung mehr Geschwindigkeit. Den Schülern wurde ein tolles Rahmenprogramm wie Schminken, Sackhüpfen und Dosenwerfen geboten. Und es gab natürlich eine Hüpfburg. Beim Reden kommen Leute zusammen und beim Zusammensitzen wird's auch mal länger. So wie es der Männergesangsverein St. Michael es wörtlich nimmt, muss da wohl ein Fünkchen Wahrheit dabei sein. Bei ihrem alljährlichen Chorkonzert im Volkshaus von St. Michael durfte man wieder gespannt den Klängen zu traditionell mundartlichen Liedern lauschen. So manchen süßen Traum. Ich stehe in seine Rinde, so manches liebe Wort ist so wie Freude und Weiden, zu ihm mich immer fort, zu ihm mich immer fort. Für das heutige Jahr ein besonderes Motto ausgewählt, und zwar zusammenhucken, singen und musizieren. Und ganz nach diesem Motto haben wir uns auch das Programm für heuer ausgewählt. Und zwar wirken mit die Singgemeinschaft Traboch und die Brandl Geigenmusi aus Bruck, allseits bekannt durch das Radio Steiermark. Yeah.
Mit einem südafrikanischen Bergmannslied blickt man auch im Verein nach über 100 Jahren Bestehens weit nach vorne, und sie werden uns auch noch lange mit guter Musik unterhalten.
Bei strahlendem Sonnenschein im Weidental führte die erste Familienwanderung am 6. Mai über den Susannensteig auf die Schweiz-Ebenalm. 18 motivierte Teilnehmer, darunter 6 Kinder, schafften den ca. 500 Höhenmeter hohen Aufstieg, wobei die jüngsten Teilnehmer zwischen 6 Monaten und 1,5 Jahren die bequemste Variante wählten und mittels Trage transportiert wurden. Nach ungefähr 2 Stunden Gehzeit oben angekommen, wurden windstille Wandplätze eingenommen und die Kinder konnten sich in der Wiese austoben. Bei gemütlichem Zusammensitzen mit den zahlreichen anderen Gästen harrten die Wanderer aus, bis auch der letzte Topfenstrudel serviert wurde, und dann ging es gegen 14 Uhr wieder nach Hause. Der Rückweg führte über den Pfaffenwaldsteig mit herrlichem Blick auf den Hochlansch in südöstlicher Richtung hinab. Alle Teilnehmer hatten großen Spaß und die Freude auf die nächste Wanderung ist bei den Nachwuchsbergsteigern besonders groß. Am 4. Juni fand die 11. St. Michaeler Hochwanderung statt. Trotz Pfingstwochenende und Ersatztermins kamen 35 Wanderlustige zum vereinbarten Treffpunkt. Eine gemütliche Wanderung über die Murinsel, entlang der Mur bis nach Kaisersberg und wieder zurück zum Bauernhof Lockmoor der Familie Bauer-Edlinger. Mit Schweinsbratenduft wurden die Wanderer bereits vorzeitig empfangen. Und beim Anblick des saftigen Riesenspanferkels rann einem das Wasser im Mund bereits vorzeitig zusammen. Als Nachspeise gab es leckere Mehlspeisen und für Speis und Trank war bestens gesorgt. Ein großes Dankeschön an August Bauer und seiner Familie, die die Naturfreunde St. Michael so herzlich empfangen haben. Es war wieder eine gelungene Veranstaltung.
once die out too hard. But we were drowned in mountains just to find an out of seas. We sat down by the fire knowing we couldn't hide. I'm in a traffic jam. Das Land Steiermark führt in Zusammenarbeit und unter Kostenbeteiligung des Sozialhilfeverbandes Leoben auch im Jahr 2017 wieder eine Seniorenurlauberaktion durch. Die Seniorenurlauberaktion dient in erster Linie dem Wohl älterer Menschen, die aufgrund ihrer schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse sonst keine Möglichkeit haben, einen Urlaub zu verbringen. Die Teilnahme an der Seniorenurlauberaktion ist an bestimmte Einkommensgrenzen gebunden. Anträge zur Teilnahme an der alten Urlauberaktion können bis spätestens 11. August im Marktgemeindeamt eingebracht werden. Die Aktion findet in der Zeit vom 12. bis zum 19. September im Gasthof Vorauer Hof in Vorau statt.